Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 11. April. Und es deuchten sie ihre Worte eben, als wären's Märlein, und sie glaubten ihnen nicht. Lukas 24, Vers 11. Eine köstliche Szene wird uns hier geschildert. In der Morgenfrühe des ersten Ostersonntags sitzen die Jünger furchtsam hinter verschlossenen Türen. Da klopft es stürmisch. Alle halten den Atem an. Sind das die Schergen, der Hohenpriester? Wird es jetzt an die Jünger gehen, nachdem der Meister gekreuzigt ist? Es klopft stärker. Und dann rufen Frauenstimmen. Vorsichtig macht ein Jünger die Tür auf. Ein paar bekannte Frauen drängen herein. Aufgeregt berichten sie, das Grab Jesu ist offen und leer. Und ein Engel sagte, er lebe. Und es deuchten sie ihre Worte, als wären's Märlein. Im griechischen Text steht hier das Wort Leros. Das heißt wörtlich Windbeutelein oder nahen Possen. Nun kann ich mir die Szene richtig gut vorstellen. Wie Johannes spöttisch lächelt. Weibergerede. Wie Matthäus sich die Ohren zuhält. Müssen die unser Leid noch zur Komödie machen durch solches Gerede? Wie Petrus aufsteht und die Frauen aus der Tür schiebt. Ja, so reagiert die Vernunft auf die Botschaft. Es ist einer von den Toten auferstanden, Windbeutelein. Da standen nun die armen Frauen vor der Tür. Ob sie wohl betrübt und geschlagen abzogen? Ich muss gestehen, dass die Christen oft verschüchtert und verlegen sind, wenn man mit Vernunftgründen ihnen ihre Botschaft nicht abnimmt. Aber, davon bin ich überzeugt, die Frauen haben gelacht. Oh, wie werden diese Jünger staunen, wenn sie entdecken, dass Jesus wirklich lebt. Es ist ein Triumph in ihrem Lachen, und so dürfen alle Jesus-Jünger es halten. In der gerechten Hütten schallt schon das Siegeslied, singt Benjamin Schmolk. Herr, gib uns allezeit Gewissheit mitten in der Blindheit der Welt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Sei gesegnet. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.